Hallo ihr Lieben. Ihr glaubt mir nicht, wenn ich euch sage, wie sehr ich mich auf heute freue. Diese LA-Liste, die wir jetzt lesen, ja, das ist ein Mix aus To-Do, ein Mix aus Shopping-Liste, Dinge, die ich wirklich nicht vergessen sollte, deshalb wurden sie notiert, aber auch eine Liste mit Dingen, auf die ich mich einfach freue. Und Sinn von so einer Liste hier ist es also nicht nur einen reellen Reminder und eine Hilfestellung zu haben, sondern etwas in der Hand zu haben, das mir Freude bereitet jedes Mal, wenn ich sie in die Hand bekomme und wenn ich darüber lese. Ja, ich teile hier also was ganz Privates, teilweise auch fast Unnötiges mit euch. Und wundert euch nicht, wenn ab und zu mal das Bild so ein bisschen anders ist, denn ich muss das hier zerhackstückeln, denn ich will bei jeder dieser Sachen, bei jedem Punkt, möchte ich sicher gehen, dass ich für euch irgendwie ein Bild habe oder dass ihr das kennt oder ich euch in irgendeiner Form vermitteln kann, warum das für mich, auch wenn es eine Winzigkeit ist, in irgendeiner Form wichtig oder Freude auslösend ist. Ja, liebe YouTube-Familie. Und ich glaube, dass wir das passend zu einem Sonntag, weil ihr wisst, sonntags hängen wir lange rum. Sonntag ist Ben-Tag. Abends vielleicht oder so. Nee, ich habe ja keine Ahnung, wann ihr das guckt, aber ich glaube, es ist eine lange Folge wert, ja? Entschuldige, ich versuche immer eigentlich nicht mit Brille anzufangen und nur wenn ihr seht, dass ich wie so ein grumpy Guy aussehe, dass ich dann die Brille anziehe, weil das Licht kommt von da und ich will nicht damit starten, dass ihr mir nicht in die Augen gucken könnt. Aber ist eh nicht so ansehnlich, der Mann. Ich ziehe mal wieder die Brille auf. Gut, ihr Lieben. Ich werde das, glaube ich, abfotografieren und dann werde ich es hier so, anstatt so unpersönlich in die Tasten zu tippen, werde ich das hier abbilden. Ja, meine Handschrift. Und habt ihr schon gesehen? Mein Literatenstativ für heute. Schön, ne? Das mit dem Kabel ist ein bisschen unordentlich. Das stört mich. Könnten wir besser. In dem kommen wir zu Punkt 1. Unserer LA-Traumliste. Ein brauner Cowboy-Hut. Und das ist ein To-Shop, ein Haben-Wollen. Denn, wir gehen nochmal zurück. Warte mal, ich zeige euch mal den Moment, in dem ich mit diesem Hut aus dem Laden in Hollywood gekommen bin. Santa Monica Boulevard übrigens, also ab. Ja, sehr majestätisch komme ich da raus. Und dieser schöne Hut, ja, der ist nicht von Stetson, wie viele doch dachten. Es ist ein Bailey. Und Bailey ist nämlich so der zweite große Hutmacher und die sind ursprünglich aus Hollywood. Also ich wollte natürlich, wenn man in Hollywood ist, wäre doch schön, wenn man auch einen Bailey bekommen könnte. Und die gibt es seit 1800, weiß ich nicht, oder 1901 oder so. Ich zeige euch den mal von innen. Ein hübsches Pferdchen abgebildet. Ich habe übrigens die Größe 7 1/8, wen es interessiert. Und ich lese mal ganz kurz, ist es 90% Wolle, 10% Rabbit, was wir Angora nennen. Ja, also da wurde, also kein, da ist kein, ihr wisst schon, ne? Das ist nur das Fell, nicht das, der Hase selbst. Ja, und ihr habt gerade schon gesehen, dass ich das Ding allen Ernstes in einem in so einem Plastikding oder Zellophan oder was auch immer das ist, aufbewahre, denn
Ich meine, ihr Lieben, anfälliger für Dreck kann ja die Farbe gar nicht sein. Also das ist ja weißer als weiß. Das ist ja kein Silverbelly, wie die Farbe heißt, die so ein bisschen so ein weiß-beige ist. Das ist ja schon weiß-grau. Also ja, und dementsprechend oft kommt der süße Hut auch aus seinem aus seiner Tüte. Ja, und ich glaube, ich hätte gern den gleichen in Braun. Auf die Frage, warum bestellst du dir den in Braun nicht einfach aus dem Netz? Keine Chance. Gibt's nicht, denn die Seriennummer, das, was hier drin steht, das kannst du im Netz eingeben, vergiss es. Die ändern die Namen, die Seriennummer, das ändern die ganze Zeit. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Firma oder überhaupt auch Stetson sich organisiert. Die nennen einfach in einem anderen Land den Hut anders. Komplett. Und dann gibt's den nicht mehr, plötzlich. Und er taucht wieder unter einem anderen Namen auf. Also ich, wirklich, ich verstehe die Hutmacher nicht, die haben ihre eigene Logik. Und Punkt Nummer 1 auf meiner Liste ist exakt dieses Modell in Braun. Könnte auch so ein, von mir ist auch so ein helleres Braun, weiß ich nicht. Sinn der Sache ist ja so ein bisschen, dass ich den auch mal tragen kann, ohne ständig Angst zu haben, dass da Flecken drauf entstehen. Also, ja, ich weiß noch nicht. Ich lasse ihn noch mal eine Sekunde auf, damit das einsickert. So, ihr Lieben, kommen wir zu Punkt Nummer 2. Hier steht ein Set Sharpies kaufen. Ich muss euch wahrscheinlich keine Sharpies zeigen, aber hier gibt es sie nicht. Ich weiß nicht, ob sie meiner Metro oder irgendwo gibt. Ich finde hier keine Sharpies. Und eigentlich ist die Geschichte die. Wir haben, also die Leute, die meine Bücher und Hefte und so haben, die wissen, dass ich alles eigentlich mit dem Pentel Sign Pen schreibe. Das ist ein japanischer Filzer. Der ist sehr teuer. Ich glaube, wir sind hier so bei, also für einen Filzer teuer. Ich glaube schon bei 2 Euro pro Filzer, meine ich. Und wie ihr wisst, Filzer schreiben ja nicht ewig und Der Pentel Sign Pen aber länger als so ein Sharpie. Trotz alledem habe ich irgendwann mal, weiß nicht, angefangen Sharpies, Fine Point Sharpies auszuprobieren und liebe ich fast genauso. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz toll und habe mir dann mal irgendwann 24 Stück gekauft und gemerkt, dass ich, weil ich so viel schreibe und alles per Hand schreibe, gar nicht so lange damit auskomme. Und haben ist besser, ist wesentlich besser als brauchen. Und deshalb bringe ich jedes Mal mindestens ein Paket. Letztes Mal habe ich sogar, ich glaube, letztes Mal habe ich sogar 2 oder 3 von diesen Paketen mitgebracht. Und ja. Wichtig. Ich glaube, das ist zum Beispiel sowas, muss ich mir nicht aufschreiben. Ich würde das nie vergessen, wenn ich an einem Target oder einem Staples vorbeikomme, von den wenigen, die es noch gibt in Kalifornien, weil, ich meine, Amazon hat schon ein bisschen Dreck am Stecken. Dass alle Läden untergehen und es kaum noch Buchläden gibt, weil alle da bestellen, ist auch klar. Aber ich unterstütze den Einzelhandel, auch wenn es große Firmen sind, und kaufe mir meine Sharpies dort im Laden und nicht bei Amazon. Ja, ihr Lieben, seid ihr bereit für den dritten Punkt? Ist das nicht, also ich glaube, 2 Stunden könnte das hier werden. Aber das kriegen wir hin, weil wir haben schon alles geschafft. Ihr habt schon 2x1 Stunde LA geschafft, dann schaffen wir auch diese wunderschöne und tolle Liste. So, ihr Lieben, jetzt kommt das erste Ding, was man sich eigentlich nicht merken müsste. Folgendes. Ich lese es einmal vor. Slice by Whole Foods warm machen. Heiß machen. Folgendes. Derjenige, der die beiden Stunden LA gesehen hat, der hat mich in einem Auto sitzen sehen und eine
Scheibe, nee, wie sagt man denn? Wie sagen wir denn? Ein Stück Pizza? Sagen wir ein Stück Pizza? Was sagen wir denn zu Slice? Ja, ein Stück Pizza essen sehen. Ja? Kommt ihr in Amerika gerne nicht als ganze Pizza, man kauft sich auch gerne mal so ein Slice. Und bei Whole Foods, ja, bei meiner absoluten Lieblings-, super gesunden, super teuren Supermarktkette Whole Foods, da gibt's alles, ist klar, und alles frisch und heiß gemacht in dem Laden. Und es gibt auch Pizzen. Und die Pizza ist nicht, also, die ist jetzt nicht, als wäre man in Rom oder Neapel. Es ist eine Pizza, die aber irgendwie gut schmeckt und ich vermute, dass es einfach nur so ein Stück Erinnerung ist. Das erste Mal 2013 oder was auch immer bei Whole Foods mal so eine Pizza gegessen und als ich es dann 2015 nochmal gemacht habe, war das Gefühl schön, dass ich mich irgendwie daran erinnere und seitdem essen wir immer ein Slice Pizza bei Whole Foods. So, und ich habe 13, 15, 16, 17, 19, 22, sechsmal habe ich ein Slice gegessen und habe mich entweder immer darüber geärgert, dass es mir ein bisschen zu kalt ist oder dass es so gerade richtig war, bis ich 23 zum ersten Mal von einem Mitarbeiter, der mich dabei erwischt hat, wie ich mir ein Slice eingepackt habe, mich gefragt hat, sag mal, nimmst du die so mit? Wollen wir die nicht in den Ofen tun? Und ich so, was? Ja, klar. Ach so. Scheiße. Und dann ging die in den Ofen und dann kam die raus und zog Fäden und es war das schönste Stück Pizza. Also das Normalste der Welt. Wollen wir deine Pizza nochmal warm machen? Für mich war das so, die stehen unter diesen Heizdingern. Naja, und wenn man gerade kommt, wenn die Pizza fertig gemacht wird, ist sie heiß und dann wird die langsam kälter. Nein, die geht immer zurück in diesen Ofen. Ja. Und deshalb steht hier ein Slice bei Whole Foods heiß machen. Denn es war ein Game Changer. Und ich meine, man hätte drauf kommen können, gebe ich zu. Aber so war es nun mal. Ihr Lieben, das war Punkt 3. Ja? Wir haben braunen Cowboy-Hut, ich brauche ein Set Sharpies und ein Slice bei Whole Foods heiß machen. So, und jetzt. Es gibt so ein typisch amerikanisches Produkt, ja. Mac and Cheese. Rieke, jedes Mal, die muss einmal Mac and Cheese essen. Weiß ich auch nicht, ist überhaupt nicht so mein Ding. Das ist ja einfach nur eine amerikanisierte Version von Cacio e Pepe, ohne Cacio. Und ja, war nie so begeistert. So, und dann hat sich Henrike als einfach nur als Mitbringsel, gar nicht, weil sie die total lecker findet, sie hat sie nämlich vorher noch nie probiert. Es gibt von Cheetos, von denen, von Rikes Lieblingschips. Die Marke bringt auch Mac and Cheese raus. So ein kleines Paket. Vor 3 Monaten ungefähr hat sich Rike dieses Mitbringsel hier gemacht. In unserer Küche. Hier in Hamburg. Und ich habe probiert, als ich so durch die Küche gegangen bin. Ey, und das war so lecker. Also jetzt nicht in einem 5-Sterne-Lecker, sondern so ein versautes Lecker. Wie in so, wenn die Pommes plötzlich ganz geil schmecken oder die Currywurst heute besonders lecker. Das war echt gut. So, und da habe ich mir gesagt, ich blende es ein, Cheetos Mac and Cheese mitnehmen. Und zwar nicht wie letztes Mal ein Paket, sondern ruhig mal 3, 4 Pakete davon, um sich das Jahr über immer mal so eine kleine Erinnerung ranzuholen. Ja, so mein Gedanke. Finde ich irgendwie, fand ich ganz schön. Und artverwandt zu bleiben, mein nächster Punkt ist Cheetos Cheeseballs mitnehmen. Cheetos normalerweise, ich glaube, alle essen immer die Cheetos Flaming Hot. Ja, extrem scharfe Chips, aber das Original hatte ich irgendwie nie in der Hand. Und das sind ja Cheetos, wie der Name schon sagt, die Mischung aus Cheetah, also aus dem Panda, aus dem Jaguar, glaube ich. Cheetah ist ein Jaguar, oder? Ja. Und Cheese als Geschmacksrichtung. Und es gibt Cheetos Cheeseballs und zwar sind die nicht in einer Tüte, sondern die sind in so einer Röhre.
so wie Pringles. Wie in so einer Pringles-Röhre sind Cheetos Cheeseballs und das waren mit Abstand, hands down, die leckersten Cheeseballs, die ich bis jetzt in meinem Leben gegessen habe. Ich kenne die hier von Penny, ich kenne die von Rewe, die haben so eine Eigenmarke. Aber ansonsten gibt es ja in Deutschland, ist ja nicht, als gäbe es an jeder Ecke Cheeseballs. Ja, und die habe ich auch gegessen, habe mich damit zufrieden gegeben. Und dann habe ich die Cheetos Cheeseballs mitgenommen. Und mein Herz geht auf, ging auf. Ist nicht so platzsparend, um das mit nach Hause zu nehmen, aber ich würde gerne für die Erinnerung, fürs Gefühl, eine Cheetos Cheeseballs Dose mitnehmen. Ja, und wenn ich daran denke und wenn ich da drauf gucke, dann erfreut mich das. Hallo ihr Lieben, bitte nicht erschrecken, ich musste kurz den Hut abnehmen, es fing ja an zu winden und habe ihn mal einmal kurz reingebracht. Es steht die Sonne so ein bisschen doof. Ja, guck mal. Also, wahrscheinlich ist alles ein bisschen zu dunkel, aber gleich wird es wieder okay sein. Ihr Lieben, Punkt Nummer 5. Das ist richtig. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, Punkt Nummer 6 ist V8 mitnehmen. Die Low-Sodium-Variante mit nicht so ganz viel Salz. Ich kann es total verstehen, wenn Leute sagen, Alter, Tomatensaft, Gemüsesaft, kannst du mich mit jagen? Es geht mir gar nicht so. Ein gut gewürzter Tomatensaft oder ein Gemüsesaft, wenn da keine Möhren drin sind, weil diese Gemüsesäfte, wo Möhren drin sind, dann wird es süß. Ich will keine Süße. Der muss wirklich so schmecken wie V8. Ich finde, ich weiß nicht, wie sie es machen. Wahrscheinlich sind da noch Chemikalien drin. Aber V8 ist meiner Meinung nach der leckerste Gemüsesaft der Welt. Ich finde ihn wirklich richtig, richtig gut. Und den gibt es in so ganz kleinen Dosen. Und so wie ich mir diese winzigen Bierdosen aus Japan mitgebracht habe, aus Tokio, so würde ich gerne diesmal, wir ziehen das mal so ein bisschen rüber, so würde ich gerne diesmal auch V8 mit als Andenken zurücknehmen. Also ihr merkt schon, wir sind bei Punkt 6 der Liste und wenn wir sagen wir mal hier 25, 30 Punkte haben, ich werde das nicht alles, das wird nicht gehen, aber der Traum ist da, dass ich zwischenzeitlich nochmal V8 hier probieren kann und mich dann an Kalifornien erinnere. Ich habe natürlich auch schon versucht, das hier zu kaufen. Ehrlich gesagt, ich bin nicht fündig geworden. Und wenn, dann irgendwelche Leute das privat importieren oder was auch immer. Und das kostet Unmengen Geld. Und das ist es nur doch nicht wert. Das ist ja jetzt kein... Weiß ich auch nicht. Es macht ja nicht betrunken. Also, ne? So. Why? What's the fuss all about? So. Hört ihr diesen Hund? Der macht mich wahnsinnig. So ihr Lieben, ich glaube, der Hund wird nicht aufhören. Heute ist ein aufregender Tag, aber den Hund müssen wir irgendwie im Hintergrund haben, der gehört jetzt einfach dazu. So, was mich jedes Mal wirklich fasziniert, ist die Menge an Tequila. Die Menge an Tequila-Sorten. Und mir liegt ja irgendwie nah, ne? Die mexikanische Grenze ist nicht weit. Und für diejenigen, die mit Tequila gar nicht so vertraut sind. Diese Tequila-Sorte mit dem Hütchen, ja, das ist kein Tequila. Das ist immer nur reiner Alkohol, der dann mit dem Tequila-Geschmack versetzt wird. Solange da nicht 100% Agave draufsteht, ist es kein Tequila. So, wenn ihr euch aber mal ein Patron oder einfach einen guten Tequila holt, dann werdet ihr erstmal merken, wie mild, wie gut und eigentlich auch von allen klaren Schnäpsen, das ist Geschmackssache, aber wirklich das Beste. Es ist der sauberste Alkohol, den es gibt. Also wenn ihr einen Alkohol sucht, der keinen Kater verursacht, Tequila, reiner, ne, 100% Agave, die wenigsten Fuselstoffe und die Drinks, die man damit mixt, ja, angefangen von einem Pina Colada über einen Matador oder so, sind meiner Meinung nach die mit Abstand leckersten Cocktails überhaupt. Und ihr erinnert euch vielleicht, als Rico und ich bei dem Lieblingsitaliener der Kardashians waren,
in Palm Springs, da haben wir einen Blick auf die Karte geworfen. Ich versuche mal, einen Screenshot zu machen von der Karte. Ich kann es jetzt aus dem Stand nicht sagen, aber es fühlte sich an, als wären 100 verschiedene Tequila-Sorten dort greifbar. So. Und auf meiner Liste steht Tequila holen, Lime Juice, Pineapple. Weil ich mache immer Frozen Pina Colada, Frozen Margaritas mit Ananassaft. Und zur neuesten Sache, ich mache auch noch ein bisschen Kokos dazu. Es ist aber nicht so viel Kokos, dass du quasi ein Pina Colada, dass wir Pina Colada hätten. Es ist so ein Mittelding zwischen Pina Colada und Margarita und das Ganze mit so viel Eis, wie es nur geht. Und das Eis crushe ich dann auch. Also, dass es ein Frozen Margarita ist. Und ist mir mit wirklich das allerliebste. Und da der Tequila, den ich hier immer teuer für 60 Euro pro Flasche oder so kaufen muss, kostet da ein Bruchteil. Und ich bin ja heiß verliebt in diese Option und freue mich da total drauf. Denn das Erste, was wir meist machen, ist, Rieke möchte abends immer noch einen Whisky trinken zu ihrem Bad. Und ich bin dann gerne eher so, aber tagsüber. Tequila ist ein Tagsüber-Drink für mich. Ich bin dann bei irgendwelchen sonnigen Drinks am Pool. So, nächster Punkt. Artverwandt damit. Nach Tequila-Minis suchen. Ihr kennt alle die kleinen Flaschen, die... Ne, wir haben ja einen totalen Gin-Hype gehabt, was ich... Also, jeder soll machen, was er will. Ich finde es für den Hype total lächerlich. Ein Wacholder-Schnaps, so ein Ding daraus machen. Aber es war ein Hype und genauso wie dann diese ganzen kleinen Fläschchen aufkamen, die wir sonst, finde ich, in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht so oft finden, ist das ja da ein richtiges Ding. Also die kleinen Tequila, die kleinen Patronflaschen, die gibt's da und hier habe ich die schon wochenlang, monatelang habe ich diese kleinen Patronflaschen gejagt. Ich finde sie leider nicht und diesmal wollte ich mal darauf achten, ob ich von den Patronflaschen nicht ein paar kleine Minis mit nach Hause nehmen könnte. Es gibt die ja meist auch so in so Multiverpackungen. Da gibt es alle Sorten, Reposado, Silver und so. Also als, ich kann auch ein Geschenkformat oder Probierformat oder so. Das wäre was, ja, was ich total gerne hätte. Und deshalb musste das auf meine Traumliste kommen. Ihr Lieben, ich hole ganz kurz meine Sonnenbrille, denn wie ihr sehen könnt, das nervt ein bisschen. Könnte irgendwer verdammt nochmal diesen Hund abstellen? So, ihr Lieben, nächster Punkt auf meiner Liste, den muss ich ein bisschen erklären. Und zwar von allem Panoramas machen. Ich glaube, das ist auch falsch. Ich glaube, der Plural von Panorama ist Panoramen. Aber ja, das müsst ihr mir jetzt hier verzeihen. Hier steht vor allem von allem Panoramas machen. Und zwar, die iPhone-Besitzer unter euch, vielleicht gibt es auch auf einem Samsung, ich habe keine Ahnung, ich bin, seit ich denken kann, iPhone-Besitzer seit dem ersten. Und es gibt diese Fotofunktion, die man Panorama nennt. Ja, für alle, die keine iPhone-Nutzer sind, man nimmt dieses iPhone hochkant in die Hand, dann gibt es so eine Hilfslinie und dann zieht man einen 180-Grad-Kreis mit diesem Handy und das stitcht es von alleine zusammen und wir haben ein 180-Grad-Bild, ein Panorama. So wie man früher mit komplizierten Kameras analoge Panoramen gemacht hat, ist es jetzt auf dem iPhone ganz einfach so. Kennt jeder. Die jetzt erst, seit es die Apple Vision Pro gibt, seit es die Quest 3 möglich macht, Panoramen auf der Brille zu sehen, ist erst diese ganze Geilheit dieser Funktion wirklich ersichtlich. Ein Panorama zu machen und das auf der Apple Vision Pro anzugucken, ist das immersivste, tollste, die schönste Reiseerinnerung, die man sich mitbringen kann. Und ihr habt es bei Insta auch gesehen, ich bitte immer ganz viele Leute, die dann gerade in Kalifornien sind, Leute, schickt mir doch bitte mal ein Panorama per iMessage und ich kann abends da sitzen und weiß, das kann das fühlen, was die Leute da fühlen. Also, so nah dran, wie es nur geht. Und
es ist, ich sage es auch immer wieder, aber es ist ja wichtig. Es ist ein großer Teil meiner Reiseleidenschaft geworden, Panoramen und 3D-Filme, die man, Fotos kann man auch machen, ein kleiner Umweg, aber die man mit dem iPhone 15 Pro oder mit der Brille direkt machen kann. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, 3D mit der Brille überall machen. Es gibt einen kleinen Unterschied, ob man 3D-Aufnahmen mit dem iPhone 15 Pro macht, weil die Kameras sind sehr nah aneinander, aber das iPhone schafft es durch, ich weiß nicht wie, irgendwie Berechnung, das doch so zu legen, als seien würden beide Kameras aus ungefähr einer Distanz von unseren menschlichen Augen kommen, ja, dass ein 3D-Bild entsteht. Die Brille selbst, da sind die Kameras auf genau der Höhe deiner Pupille. Das heißt, die Fotos und die Filme, die man mit der Kamera macht, sind zwar nicht 16:9, sondern quadratisch, aber dieser 3D-Effekt ist enorm. Der ist geil, super, super geil. So, und wenn man an einem Ort, den man mag, alles abdeckt mit Panorama und mit 3D, dann ist das eine Art des Reisefesthaltens, wie es vorher meiner Meinung nach nicht möglich war. Es berührt einen ganz, ganz anders. Wirklich, wirklich ganz toll. Ganz kurze Erklärung, übrigens der Hund, der da unten nicht aufhört zu bellen, der scheint niemandem zu gehören und verschiedene Leute versuchen diesen Hund zu beruhigen, aber er lässt niemanden an sich ran. Der Hund ist wahrscheinlich verängstigt. Und ich weiß nicht, ob sich der Besitzer oder die Besitzerin bald nun mal findet, aber ja, für den Background, das ist jetzt unser LA Wunderlisten-Hund. Ja, ich zähle mal ganz kurz nach, wie viele Punkte wir schon haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, 10. Guck mal, die ersten 10 haben wir voll. Also, ne, Panorama und 3D mit der Brille, auch eine Sache, die ich nicht vergessen würde. Aber ich freue mich riesig darauf, durch Whole Foods und durch meine liebsten Supermärkte zu gehen und alles in 3D und als Panorama aufzunehmen. Denn eine Sache noch. Das Wort Panorama suggeriert ja, dass man schöne Panoramen, also, keine Ahnung, ein Strand oder die Wüste oder was auch immer damit aufnimmt. Für mich persönlich, ich finde, dass der geilste Effekt fast in geschlossenen Räumen entsteht. Frag mich nicht, warum, aber Indoor ist es echt fast am beeindruckendsten, geilsten, weil man kann sich ja in sein Zimmer stellen, man hat die Brille auf und dann dreht man sich um und du hast wirklich das Gefühl, du stündest in diesem Supermarkt und für einen Supermarkt-Fetischisten wie mich, es ist ganz toll, ganz, ganz, ganz schön. Also, oh, ja, ihr Lieben, ich habe hier aufgeschrieben, mal nach Man's Beauty Products suchen. Ich will nichts Besonderes, aber ich hatte irgendwann 2016 oder was, hatte ich so, ich benutze keine Cremes, ich benutze gar keine Cremes, aber ich hatte da so ein bisschen eine trockene Haut bekommen. Ich weiß nicht, auch nicht, ob ich eine Pflanze berührt, aber irgendwas war und ich hatte so eine leicht trockene Haut auf einer Seite und da habe ich eine Feuchtigkeitscreme benutzt, die hatte aber so ein, ich würde sagen, porenminimierenden Effekt. Und ich sah aus 5 Jahre jünger. Ja? Und ich bin nun wirklich, also eigentlich nicht so eitel. Aber ich wollte das nochmal aufschreiben, weil ich habe bis heute nicht einmal in so einem, ja, Männercreme oder irgendwie so Regal mal geguckt. Und ich hatte gedacht, das wäre mal spannend. Was aber wirklich Fakt ist, ist, dass so Dinge, die ich brauche, wie Trockenshampoo. Ne? Ich benutze total gerne Trockenshampoo, nicht um das Waschen zu ersetzen, das mache ich sowieso die ganze Zeit, aber es gibt meinen Haaren, die sehr fein sind und sehr wenig sind, ein unglaubliches Volumen. Wenn du das gleiche Trockenshampoo, normales Shampoo, normales Hairspray, wenn du das
in Amerika kaufst, zahlst du das Dreifache, wenn nicht Vierfache von dem, was du hier ausgibst. Ich weiß nicht, wie die Leute sich da Haarspray kaufen. Also der Haarspray ist hier ein 1,50 Euro Produkt bei Budni oder DM oder was auch immer. Glaub nicht, dass du unter 15 Dollar ein Haarspray bekommst, was gut ist. Es ist wirklich unglaublich. Aber deshalb habe ich mir immer aufgeschrieben, das gehört also zu den Sachen, die vielleicht wirklich Sinn machen, dass sie hier auf der Liste stehen, dass ich einmal mal nach so einer Creme gucke vielleicht, die so ähnlich ist. Die war ganz geil. So, ihr Lieben, nächstes Thema. Noch mehr Westernhemden Walmart. Ich versuche zu erklären, obwohl es die meisten auch schon kennen. Wir haben einen Klassiker gefunden bei Walmart vor vielen Jahren und das ist der, wie heißt er denn? Das ist der Wrangler, das sind die Wrangler Snap-Button Hemden. So, das ist an sich ist es nichts Dolles. Ja, wir reden hier von im Großen und Ganzen Hemden, wo auch Plastik drin ist, denn die kann man so zusammenknuddeln und da entsteht nie eine Falte. Den kann man reißen, die braucht man nicht bügeln. Aber die sind so ein bisschen das letzte. Sind die letzten Western Überbleibsel. Und die haben auch die Yokes und auf jedem Foto und für jedes Outfit, das ich so benutze, für Reels und für unsere Western Walks und so, und ihr erinnert euch hier an mein Autorenfoto und so, das sind die Wrangler Snap-Button Hemden, vergesst den Namen immer, und die kosten halt 19 Dollar oder 18. Ich muss ganz kurz in mich gehen, ob die nicht nur 9 kosten. Nee, ich glaube, die kosten 18 oder so. Und da nehme ich natürlich von allen Farben immer mal eins mit. Und ich möchte auch diesmal wieder welche mitnehmen, denn wie von Zauberhand ist eins verschwunden. Und ein Braun, was ich immer haben wollte, habe ich irgendwie letztes Jahr nicht mitgenommen. Oder es kann sein, weil mich ein paar Leute gefragt haben, ob ich ihnen so eins mitbringen kann. Und das habe ich getan. Und vielleicht habe ich das dann auch nur jemand anders mitgebracht. Und weil ich dachte, ich hätte noch so eins in Braun. Aber großer Plan diesmal, wieder Snap-Button-Western-Hemden von Walmart mitzubringen. Das ist nichts, was ich euch als Haute Couture empfehlen würde, sondern es ist der Spaßfaktor. Die sitzen, also M sitzt bei mir wie als wären sie maßgeschneidert. Die sind so leicht, die halten total kühl im Sommer. Ja, und sind halt so das Unkomplizierteste, was es gibt, weil sie halt nicht knittern. Ja, nächster Punkt. Ihr Lieben, nach coolen Walmart-Shirts suchen. Das Coole sollte in Gänsefüßchen, Parenthesis stehen, denn cool ist. Ich zeige euch mal eins. Erinnert euch an das Dolly-Shirt. Als ich dieses Foto gepostet habe, haben, keine Ahnung, ich will nicht lügen, aber 20, 25, 30 Leute gefragt, wo ist dieses Shirt, ich will das jetzt haben. Da habe ich gesagt, ja, das kostet 9 Dollar, wie alle 9 Dollar Shirts bei Walmart. Und das sind dann meist so, ja, so programmatische T-Shirts, irgendwie mit Dodge Ram oder Dolly oder also aus irgendeiner Richtung. Oder ist ein Rapper drauf, keine Ahnung. Aber diese, ich nenne sie immer Spaßhemden, die sind perfekt, um bei Walmart gekauft zu werden. Also wirklich ganz, ganz traumhaft. Und ab und zu finde ich mal eins, und wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich einen besonders großen Super Mario-Fan zu Hause sitzen habe, dann suche ich da nach diesen Hemden. Und das mache ich immer wieder gerne und das würde ich auch nicht vergessen, weil Walmart irgendwie so ein trashy Guilty Pleasure für mich ist, da stundenlang drin rumzulaufen. Und ich glaube, dass wir uns dann mal so eins holen würden. Ja, wieder eine Sache, über die ich mich so gefreut habe. Und zwar habe ich bei
Whole Foods, wo immer frische Salate zubereitet werden und frische Sandwiches gibt, also Ready-to-Eat-Kram, To-Go, kennen wir ja hier auch, aber irgendwie sind die Sachen da frischer als frisch und es gibt einen Caesar Salad. Caesar Salad, wissen wir alle, keine Kunst, ja, ein bisschen romaner Salat schneiden, da kommt gute Hähnchenbrust drauf, einen leckeren Parmesan, bitte, bitte Zitrone dazu und ein Caesar's Dressing, das auch wirklich nach Caesar's schmeckt. Und ich habe bei Whole Foods einen verpackten Salat gefunden. Aber also eher so verpackt, wie der wird morgens dann frisch gemacht. Das sind alle wenigen 4 Zutaten. Jede davon schmeckt in ihrer eigenen Gattung so gut, wie ich es noch nie hatte. Sogar die Zitrone, die ich da drauf mache, schmeckt wundervoll zitronig. Also keine Ahnung. Es sind einfach wirklich gute, gute Zutaten. Und dieser Caesar Salad, und ich bin mir sehr sicher, weil ich habe, bevor ich das Video aufgenommen habe, bin ich durchs Handy gegangen, einmal, zweimal, und habe den Caesar Salad gesucht, um euch ein Foto davon einblenden zu können. Ich glaube nicht, dass ich den noch finde. Also da wird es jetzt keins geben. Vielleicht. Ich gucke mal auf der Seite, ob die den da haben. I doubt it. Aber ich glaube, das wäre irgendwas, was wir uns dann mal geben müssten, wenn wir in ein paar Wochen, 3, bisschen weniger vielleicht, dort sind. Und dann gucken wir uns das zusammen an. Ihr Lieben, ich hatte es euch schon erzählt. Die Kühlbox, die wir uns am ersten Tag bei Target gekauft haben, war der, mal wieder, ich benutze das Wort hoffentlich nicht so oft, aber es war auch da ein Game Changer in Sachen Komfort. Ich weiß auch nicht, nie auf die Idee gekommen. Und dann sich immer wundern, warum auf dem Weg nach Palm Springs alle Getränke lauwarm sind. Also, ich würde mal sagen, Liter kann ich nicht schätzen. Aber also eine eher kleine Kühlbox, wo ein so ein Sack Eis reinpasst. Es gibt so die US-Eissäcke haben immer so die gleiche Größe. Sind kleiner als hier. Also es ist kein 3 Kilo, 2 Kilo, eher vielleicht so ein 1,5 Kilo Pack. Und das da rein und alle Getränke drauf und auch auf dem Zimmer, damit man nicht immer zur Eismaschine rennen muss und das Bier in einer Sekunde absolut auf 0 Grad gekühlt ist. Wunderbar. Und das ist auch irgendwas da. Wäre ich dann möglicherweise erst nach 2 Tagen drauf gekommen, aber weil es diese wunderbare Liste gibt, werden wir direkt vom Flughafen bei Target vorbeifahren und uns wieder diese isolierte, coole Box holen. Und sie sieht ehrlich gesagt aus wie so eine Kameratasche. So eine größere Kameratasche, wo vielleicht eine Videokamera auch so drin ist. Und hier passieren Sachen auf der Straße, gibt's gar nicht. Also große Freude zu diesem Punkt. Oh, ihr Lieben, 2 Sachen. Die eine davon kann ich euch auf jeden Fall einblenden, weil die finde ich. Und zwar gibt es 2 Produkte von Ralphs, die wir aber nie in L.A. bei Ralphs kaufen, sondern immer nur bei Ralphs in Palm Springs. Und das sind Chicken Tender. Ja, Chicken Tender sind also Bruststücke, panierte Bruststücke. Aber die sind groß und die Panade ist, oh, die ist so gut und die werden jeden Tag bei Ralphs frisch gemacht in Palm Springs und da ordentlich Zitrone drauf, ein Ranch Dip dazu und das ist alles, was ich an einem so einem Tag eigentlich brauche. Und wir machen das ganz oft so manchmal an so Tagen, also gibt es morgens zum Frühstück gibt es meistens einen Burger um 9 am Pool und irgendwann im Laufe des Tages fahren wir nochmal zu Ralphs und dann esse ich abends 2 große Chicken Tender. Wundervoll. Alles, was ich für diesen Tag brauche. Ganz, ganz, ganz toll. Und dann gibt es einen Kartoffelsalat. Und der ist so gut. Der ist so wahnsinnig gut. Irgendein Mustard, also ein Senf, obwohl man den Senf nicht schmeckt. Und deshalb hat der komischerweise auch so eine schlechte Bewertung bei Ralphs Online, weil die Leute sich darüber beschweren, dass man den Senf nicht schmecken würde. Also,
egal, es ist nie drüber nachgedacht. Es ist einfach der beste Kartoffelsalat. Und die Chicken Tender zusammen mit Kartoffelsalat. Ich brauche nicht so viel. Ich mag es nicht voll zu sein, so richtig. Deshalb esse ich das auch selten zusammen. Aber wenn man mal Hunger hat, die beiden Sachen in der Kombi, absoluter Traum. Und ich muss sagen, dass ich es möglicherweise vergessen hätte, mir den Kartoffelsalat zu kaufen, wenn ich ihn da nicht wieder sehen würde. Also auch irgendwas, was sich ein bisschen lohnt aufzuschreiben. Ich gehe mal noch einen Schritt nach da. Wir lassen uns jetzt so ein bisschen verjagen, aber gleich ist die Sonne um die Ecke und dann können wir wieder zurückgehen. Ja, wo sind wir denn mittlerweile? Ich zähle nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wir sind bei 16. So, Chicken Tender und Kartoffelsalat von Ralphs. So, nächstes. Auch von Ralphs. Und da weiß ich, dass ich eine Aufnahme davon habe. Und die kann ich jetzt mal hier einblenden. Könnt ihr die Dinger sehen? Das sind sogenannte Slider. Das sind Turkey und Cheddar Slider. Slider sind, die nennen die kleinen Brioche-Milchbrötchen, nennen die Slider. Vielleicht, weil sie so klein sind und man schiebt sie einfach immer nur mit einem Dings in den Mund. Und diese, ich glaube, das sind 4 Stück oder 3 Stück in so einer kleinen Packung. Und die schmecken so gut. Und das ist für mich ein Abendessen. Mehr brauche ich zu meinem Bier abends nicht. Ist super. Ich liebe diese Dinger, obwohl es eine riesige Auswahl an Boar's Head Sandwiches gibt, die alle fantastisch sind, aber auf den meisten sehr viel Fleisch drauf, was mir zu viel ist. Ich finde diese Turkey Cheddar Slider nahezu perfekt. Und wenn ich das hier so aufschreibe und es lese, kriege ich jedes Mal einen leichten Appetitanflug und freue mich da schon richtig drauf. Und wir werden einen Weg finden, wie ich all diese Sachen... Oh, wir könnten mal live gehen in so einem Supermarkt. Ja, ich gehe bis jetzt immer nur live bei Insta, aber wir finden das hier raus, ob das cool funktioniert. Und dann machen wir das vielleicht und dann kaufen wir all diese Sachen zusammen. Also, dann eine Sache für Rieke. Als Erinnerung für Rieke. Was Rieke 23 verpasst hat und erst am letzten Tag gemacht hat, aber 22 und 2019, wir haben als allererstes, hat sich Rieke eine Kokosnuss gekauft, also so eine grüne Kokosnuss, die man dann ganz kompliziert aufmachen muss, weil da ist noch kein Loch drin, die ist wirklich geschlossen. Und dann haben wir da bestimmt eine halbe Stunde mit einem Korkenzieher dran gesessen und versucht dann ein Loch reinzumachen, was uns irgendwann gelungen ist. Und dann kriegt Rieke das irgendwie auf. Ich müsste mal ein Taschenmesser mitnehmen. So, Rieke kriegt das Ding auf und haut sich dann einfach eine kleine Pulle weißen Rum rein. Und ich muss sagen, das hört sich jetzt eigentlich ganz lecker an, Kokoswasser mit weißem Rum, aber viele vergessen, dass Kokoswasser keine Kokosmilch ist. Ne? Kokoswasser schmeckt eigentlich so gut wie gar nicht süß, hat einen ziemlichen Eigengeschmack und da den Rum drauf zu kippen, also da wünscht man sich schon so ein bisschen Kokoscreme oder ein bisschen Zucker, irgendwas Süßes noch da rein. Aber Rieke nimmt das Ding eisgekühlt, haut sich den Rum da rein und mit 2 Schlücken ist es weg. Und da sie es das letzte Mal irgendwie die ganze Zeit vergessen hat und plötzlich stand sie vor seiner Kokos und hat gesagt, ah, es war doch immer mein Hors d'oeuvre, mein Eintritt in diese Reise. Deshalb habe ich es aufgeschrieben. Rieke, Kokosnuss und weißen Rum. Ja. Nächste Sache, die wir abbilden können, ist Sing. Wie heißen die? Sing Sang? Zig Zag? Ich weiß es nicht, deshalb blenden wir es ein. Das ist ein fabelhafter, ein wirklich grandioser Bloody Mary Mix. Inwiefern der sich unterscheidet von, jetzt sagen wir mal, V8, ist also dem Gemüsesaft, die natürlich auch immer zu 99% auf Tomate erstmal basieren. Dieser Bloody Mary Mix, der ist ultra scharf, ultra scharf. Aber irgendwie so eine ganz, so eine geile Schärfe, die nicht bei dir bleibt. Eher so,
Ja, so eine pfeffrige Schärfe. Und sind wahnsinnig viele, auch ganze Pfefferkörner drin. Und ich glaube, man schmeckt auch fast so ein bisschen noch so ein Müsellerie. Also es ist total geil. Und ich trinke den entweder pur, ganz eiskalt. Nur wenn man das morgens auf nüchtern Magen macht, wie ich es mit V8 gerne mache, dann hast du Sodbrennen. Also weil das Ding ist wirklich zu scharf für den nüchtern Magen. Oder ich kippe Tequila mit rein. Und dann, den Drink gibt es übrigens, das heißt dann nicht Bloody Mary, sondern Bloody Maria. Eine Bloody Maria ist ein Bloody Mary, aber mit Tequila statt Wodka. Und für viele, die aus irgendeinem Grund Tequila sagen, das ist falsch, ne? Das ist, weil irgendwer mittendrin, glaube ich, mal dachte, dass man das mit zwei L schreibt, dann wäre es Tequila, aber es heißt Tequila. Da ist kein J. Also, so, einmal zur Aufklärung. Große Empfehlung, wirklich, wirklich, sucht nach diesen grünen Dosen, wenn ihr drüben seid oder solltet ihr mal drüben sein. Ich kann es nur empfehlen. Klar, für alle, die kein Bloody Mary mögen und kein Tomatensaft und so, vergiss es, das ist Quatsch, das wird eure Meinung möglicherweise nicht ändern. Aber, naja, vielleicht doch. Probiert's doch einfach mal. So, dann, ich muss sagen, das Schwierigste in den Staaten zu shoppen sind Schuhe. Denn große Malls, die eine, so wie das KDW oder Kaufhäuser, ne, wie das KDW oder hier das Alsterhaus oder so, die also eine große Fläche haben, wo dann die verschiedenen Artikel stehen und nicht in einen klaren Laden einer Marke. In klaren Laden einer Marke zu gehen, wenn du Nike-Turnschuhe brauchst und gehst zu Nike, klar, keine Frage. Aber es gibt so ein paar Marken und das wären nämlich Sebagos und Sperry Topsider, also Bootschuhe. Ja, ich möchte meine grauen Timberlands. Ich möchte wieder genauso weiche, komfortable Schuhe haben. Das ist, als würde man auf Wolken laufen. Und die letzten, die ich mir so geholt hatte, das waren Sebagos. Ich glaube nicht, dass es Sperry Topsider waren, aber ich war mir nicht sicher, deshalb Sperry Topsider und Sebago. Und die habe ich das letzte Mal. Ich war überall und kannst vergessen. Und deshalb habe ich diesmal aufgeschrieben, Sperry Topsider, Sebagos bestellen. Ich gucke einmal, ob ich die online irgendwie finde und dann bestelle ich die mir ins Hotel, wie es jeder macht. Und klar, es ist schade für mich, weil ich zu den Leuten gehöre, die wahnsinnig gerne in einen Laden gehen. Und nicht gerne bestellen, schon gar nicht, wenn man irgendwo hinfährt, um einen neuen Laden zu sehen. Die Reise dahin ist schön, also das können ja viele verstehen. Zu Hause auf irgendwas zu warten, ist halt was anderes, als in den Laden zu gehen. Aber da ist mir nichts anderes mehr eingefallen. Ich glaube, ich muss es wirklich einmal versuchen. So, ihr Lieben, kommen wir zu einem riesigen Punkt. Darf ich einmal ganz kurz was für euch einblenden? Ich habe den typischen Burger, ich glaube sogar der beliebteste Burger bei Chick-fil-A bestellt. Das war der Spicy Chicken. Und guckt euch doch bitte einmal ganz kurz meinen Test an. Hallo ihr Lieben, wir sind heute bei Chick-fil-A und probieren den Spicy Deluxe. Im Grunde genommen der klassische scharfe Burger von denen, ne? Ja, sieht der gut aus. Mit Käse, und ich habe hier etwas nicht verstanden, weil es war mein erster Besuch bei Chicken Filet. Wenn man da eine Soße drauf haben möchte, wie Mayo, was da drauf gehört, dann muss man das sagen. Und wenn man das nicht sagt, bekommt man das Ding ohne. Also, es fehlt die Mayo, kann ich euch sagen. Die wäre schön gewesen, aber die Schärfe von dem Ding ist super gut. Das Brot hat McDonald's-Qualität, sehr, sehr gut. Der Käse ist, glaube ich, Jack Cheese. Ein geiler Burger. Ich würde sagen, ich gebe ihm eine 8,5. Wenn da noch Mayo drauf ist, 8,5. 8,5 für den Spicy Deluxe. Ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Burger Report. Nee, ich möchte es hier ganz offiziell korrigieren zu einer 8,9. Ich muss es nochmal korrigieren, es ist eine 9,0.
9-0. Es ist der beste Chicken Burger, den ich bis dato hatte. So, ihr habt's gehört. Es gab irgendwo in der Unterhaltung mit der Verkäuferin, irgendwo gab's da einen kleinen Fehler. Und ich wollte eigentlich das typische Dressing, den Spread haben, die Burgersoße, die auf dem Burger drauf ist, wie es sich gehört. Und sie dachte, ich will keine. Und so habe ich das Ding trocken gegessen. Und obwohl, ich war das erste Mal bei Chicken Filet und obwohl keine Soße drauf war, war das der beste Chicken Burger, muss ich sagen, den ich gegessen habe. Und deshalb steht es hier auf der Liste. Wir müssen sofort zu Chicken Filet auf dem Sunset gehen und den einmal mit dem richtigen Dressing probieren. Ja, es muss sein. Und das Geile ist nämlich, dass wir können ja vom Roosevelt können wir zum In-N-Out laufen auf dem Sunset und schräg gegenüber ist der Chick-fil-A. Also ich weiß auch, wo ich ihn direkt am ersten Tag, da werden wir wahrscheinlich nur noch pennen gehen, aber direkt am nächsten Morgen, nachdem wir den Double-Double geholt haben, hole ich mir noch ein Chicken-Filet und dann mit der richtigen Soße. Und dann mache ich nochmal einen richtigen Test und freue mich da tierisch drauf. Deshalb steht es hier auf der Liste. So, nächstes Ding, ihr Lieben. La Croix. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wir haben sogar ein Ranking der La Croix-Sorten gemacht, der La Croix-Sorten, die es am meisten gibt. La Croix ist nichts anderes als Sprudelwasser, also Soda mit einem ganz kleinen bisschen Geschmack. Und dieser Geschmack kommt aber ohne Zucker, ohne irgendwas daher. Und er ist auch überhaupt nicht süß. Es ist so... Naja, es gab es nur, bevor es hier aromatisiertes Wasser gab. Gab es das da schon lange. Und einfach super geil. Wirklich, wirklich, wirklich geil, weil der Geschmack ist so dermaßen zurückgenommen. Und da haben wir wieder unseren Lärm. So, ihr Lieben, kommen wir zum nächsten Punkt. Diesmal ist es nicht zu essen. Es sind Augentropfen. Es sind Augentropfen, die ich immer bei CVS hole. Wir reden von Augentropfen, die die Augen, wenn sie rot sind, weiß machen. Also benutze ich auch eher selten. Es ist nichts, was ich täglich benutze. Aber die haben eine Komponente da drin und da scheiden sich bei Rieke und mir die Geister. Rieke kann das nicht glauben, dass ich diese Augentropfen benutze, und zwar ist es so, als würde man sich Menthol in die Augen tröpfeln. Das gibt einen eiskalten, frischen Kick, den ich aber als total angenehm empfinde, weil ich das Gefühl habe, wow, was für ein Augenöffner, ich fühle mich direkt total erfrischt, und Rieke hat das Gefühl, ihr werden die Augenhöhlen kalt ausgebrannt. Ja, aber diese Augentropfen, ich guck mal, ob ich sie einblenden kann, ob ich sie hier irgendwie finde. Dann blende ich euch sie ein. Und das ist so mein kleiner Reminder, dass ich mir diese Augentropfen hole. Entweder bei Walmart, da habe ich sie einmal gefunden, ansonsten bei CVS, was ein Drogeriemarkt ist, ne? Wie DM oder Goodney oder wo auch immer ihr wohnt. So, das nächste ist ein absoluter No-Brainer. Ich müsste nicht dran denken, aber ich habe es aus einem Grund aufgeschrieben, also In-N-Out-Shirts. Jeder will In-N-Out-Shirts haben, ich bringe auch immer welche mit, etc. Aber dieses Jahr hat In-N-Out 75-jähriges oder 75. Und das Shirt ist wegen dem Grün nicht so übergeil. Wir hatten schon drüber gesprochen. Und deshalb will ich dran denken, dass ich auf der Seite nochmal gucke, ob es in den letzten Jahren, ob ich irgendwas verpasst habe, wie zum Beispiel 20 oder 22, 21, und dass es die noch gibt, und dann bestelle ich In-N-Out-Shirts einfach ins Hotel. Aber ich werde dieses Land nicht ohne In-N-Out-Shirts verlassen. Das habe ich einmal gemacht, das war 23, und das passiert mir nicht nochmal. Oder 22? Nee, ich meine 23 bin ich ohne zurückgekommen. Ganz schlimm. Der nächste Punkt ist wieder was zu essen, und zwar Cheddar Sticks. Also im Grunde genommen einfach nur Käse, ein Stück Käse in lang, und das kann man so aus der Verpackung holen und essen. So, ist also eine Riesensauerei wegen dem Plastikmüll, und wir haben es auch ein paar Jahre nicht gemacht, aber Rieke hatte so Lust drauf und hatte überlegt, ob wir die nicht nochmal holen.
Und wenn der Cheddar ein bisschen würziger, ja, also älter ist, dann sagen die Amerikaner scharf dazu. Also scharfer Cheddar. Und die gibt es als Sticks und ich versuche sie zu finden. Werde ich fündig, wird das hier eingeblendet. Dann seht ihr die gerade schon. Ich bin auch wahnsinnig aufgeregt zu gucken, ob ich die finde. Aber die sind so für zwischendurch, weil wir müssen sagen, bei der Hitze sind wir abends, wir stehen eigentlich abends so gar nicht mehr auf viel Essen, sondern da reichen so zwei, drei von den Sticks und noch andere Leckereien. Ein bisschen frisches Tzatziki und ein paar Oliven und so. Schon sind wir glücklich. Ja. Und diese Sharp Cheddar Sticks, die wollen wir doch nochmal probieren. Und dann habe ich noch was aufgeschrieben, nur für Rieke, weil ich es hasse wie die Pest. Root Beer. Wir haben letztes Mal das falsche Rootbeer für Rieke geholt und es soll diesmal nicht so sein. Deshalb will Rieke nochmal ganz bewusst darauf gucken, welches Rootbeer sie besonders mag. Ich fasse das mit der Kneifzange nicht an. Für mich schmeckt das, als würde ich Zahnpasta trinken. Ich verstehe das gar nicht. Ja, habe aber, ich meine, das ist, ich kenne so viele Leute, die das lieben, deshalb respektiere ich das sehr und will das auch nicht schlecht machen. Aber ich persönlich, ich denke ja auch immer so, erwachsene Menschen, ne, müssen immer mal wieder irgendwas probieren, damit sie zu Recht sagen können, ich mag das nicht. Weil einfach nur zu sagen, ich mag irgendwas nicht, man muss alles immer mal ein paar Jahre Abstand probieren, um wirklich sagen zu können, ach guck mal, weil wir wachsen alle in Geschmäcker rein. Früher kein Kind mag Oliven oder so. Und irgendwann magst du Oliven, du magst den etwas fischigeren Fisch, du magst plötzlich Käsesorten, die du als Kind nicht mochtest. Ja, ganz normal, muss man reinwachsen. Aber da ich jedes Mal, wenn Rico und ich im Auto fahren und uns in ein Out geholt haben, ich zum falschen Becher greife und aus Versehen mindestens einmal auf jedem Trip nicht meine Coke Zero schlürfe, sondern Rikes Root Beer, da möchte ich speien. Deshalb weiß ich eigentlich, dass es immer noch total aktuell ist, dass ich das nicht mag. Ja. Okay, Lieben, nächstes Ding. Wir müssen wieder zu Chipotle. Ich bin ein Chipotle-Fan seit immer schon. Immer schon gewesen. Ich glaube, ich 2000, ne, weiß ich gar nicht, 2000 oder 96, oder 95, glaube ich, war ich das erste Mal in New York. Und Chipotle, ich habe Chipotle immer geliebt. Und Rieke, haltet euch fest, war 2023 das erste Mal in ihrem Leben bei Chipotle. Weil das ist irgendwas, was ich mir hole, wenn ich alleine da unterwegs bin, Rieke noch im Hotel oder so und ich frage sie, dann soll ich irgendwas mitbringen und ich sollte ihr nie was von Chipotle mitbringen. Sie hatte immer einen Sonderwunsch und ich musste noch irgendwo anders hinfahren und diesmal war sie einmal mit und sie war total begeistert. Wer Chipotle nicht kennt, eine Kette. Ich weiß nicht, seit wann es Chipotle gibt, also es kann mit New York auch Quatsch sein, aber seit ich mich erinnern kann, gehe ich gern zu Chipotle. So, Chipotle ist eine Kette, wo du dir Burritos, Quesadillas oder auch nur eine Bowl machen kannst. Ganz einfache Auswahl. Ich gucke mal, ob ich eine Karte finde und die man aus Zusammenstellung, alles lecker, alles super und vor allen Dingen sind die Sachen auch echt frisch und deshalb ein bisschen teurer als anderer Fastfood, aber sehr, sehr lecker. Und wir sind wirklich große, große Fans. So, ihr Lieben, kommen wir zu Chips. Ruffles. Ich meine, Ruffles gibt es hier von Funny Frisch und die heißen Riffles? Oder so, Ich weiß es gerade nicht, aber ich meine, ondulierte Chips, mein Gott. Die ondulierten Chips machen es auch nicht, aber es gibt bei Ruffles halt drei Sorten, die ich sehr liebe. Ich liebe auch die normalen Ruffles, aber einmal Ruffles Queso. Also da steht ja in Spanisch Queso drauf. Ich weiß nicht, ob das die mexikanische Sorte ist, die es dann nach Amerika geschafft hat, aber diese Käsesorte ist so gut und nicht zu vergleichen mit anderen käsigen Chipsorten, so wie Cheese and Onion oder so. Also Queso, Ruffles Queso ist einfach der Hammer. Ruffles Queso, ganz groß. Das zweite, Cheddar Sour Cream. Klingt nicht besonders aufregend, ich sag euch, Cheddar Sour Cream, ist irgendwas haben sie richtig gemacht. Super geile Kombi und mein absoluter Favorit, Jalapeno Ranch.
Ja, Ranch Dressing sowieso, for the win, finde ich, gab es bei McDonald's Deutschland viel zu lange gar nicht. Und ich bin ein riesiger Fan. Und diese drei Sorten, die muss ich sofort am ersten Tag holen. Und da freue ich mich tierisch drauf. So, nächster Punkt, auch wieder was zu essen. Auf der Liste, Pico de Gallo. Und zwar das Pico de Gallo von Ralph's. Pico de Gallo wird dir meistens ein Begriff sein. Du kannst ja keine Tortilla, kein Burrito, keine Tacos ohne Pico de Gallo essen. Das ist im Grunde genommen einfach nur, es gibt es nicht schwer. Ne? Es ist Tomate, es ist Koriander, es ist Tomate, Gurke. Also nicht Gewürzgurke, sondern Tomate, Salatgurke, Zwiebeln, Koriander und Chili, Pepperoni. Also grüne, wie sagt man denn? Oh. Kleine. Ah, nee, Pepperoni ist ja auch falsch. Also ehrlich gesagt kann ich zwischen denen ja nie so richtig unterscheiden. Zwischen Pfefferonen und egal, Pico de Gallo. So, die Salat, die kleine Menge Salatbeilage, die du in jedem Ding hast. Und es schmeckt einfach so gut. Das ist ja auf, du kannst das auf alles machen. Pico de Gallo ist immer geil. Und von Pico de Gallo kriege ich nicht genug. Und deshalb müssen wir immer dran denken, einen schönen, wir können in unserer Kühltasche jetzt auch immer kühlen. Außerdem haben wir ja überall einen Kühlschrank. Wir lieben das Pico de Gallo von Ralph's. Nächster Punkt, auch wieder irgendwas nur für Rieke, Cinnabon. Ja, Cinnabon ist ein Süßigkeiten-Fastfood-Laden, der eine Zimtschnecke, ja, eine Cinnabon von, ein Wortspiel von Cinnamon, also Zimt, und Bon von gut. Cinnabon ist eine Zimtschneckenkette, die aber dann alles Mögliche auf diese Zimtschnecke noch drauf macht. Also von, kannst man sich aussuchen, von Salted Caramel und Schokolade und Vanille und Sahne oben drauf. Und also man kriegt halt jedes Mal einen absoluten Zuckerschock. Rieke liebt diesen Zuckerschock. Ey, bitte bleib mir damit weg, weil ich ja Süßkram sowieso nicht so gerne mag wie Rieke. Nächster Punkt ist kein Essen. Nächster Punkt ist, wir haben über die Vinylplatten geredet. Ich muss noch einmal, wenn ich dann vor Ort bin, recherchieren, was sind die neuen Vinyl-Releases? Kommt bald was Neues raus? Weil meist merke ich, dass ich überhaupt gar keinen Überblick mehr habe, und dann freue ich mich. Dann freue ich mich so sehr, wenn ich ein Vinyl-Mitbringsel aus L.A. mitbringen kann. Und deshalb dran denken, neue Vinyl-Releases bei Amoeba zu checken. Vielleicht mache ich es vorher, vielleicht mache ich es aber auch wirklich erst, wenn ich da bin. Da freue ich mich drauf. Muss man verstehen. Also, zum großen Bristol Farms fahren. Wir waren nur bei einem Bristol Farms, der ein bisschen kleiner ist und der uns aber schon sehr gut gefallen hat. Bristol Farms ist eine Edel-Supermarktkette. Die haben die California Roll, das Sushi, was nicht mit Seitan ist, haben die erfunden. Die waren die ersten, die das in den 50er Jahren angeboten haben, oder in den, keine Ahnung, 40er, 50er, 60er, weiß ich nicht. Und irgendwie hat der Laden was. Außerdem gehen die Hauptfigur aus Bret Easton Ellis Roman Imperial Bedrooms, die gehen immer zu Bristol Farms Champagner kaufen. Und wie das dann so ist, irgendwann war es so im Kopf aufgeladen, wie, da müsste man mal hin. Aber als ich mich mit jemandem unterhielt, habe ich gesagt, ich finde Bristol Farms ganz schön. Er sagt, Alter, das ist das Geilste, aber in welchem wart ihr denn? Habe ich gesagt, in dem. Dann meinte der, nee, der Große, du musst zu dem Großen. Nur zwei Ecken weiter ist ein riesiger Bristol Farms, und zu dem wollen wir fahren. Hätte ich möglicherweise vergessen, ganz wichtig für mich persönlich, dass das hier auf der Liste steht. Ihr Lieben, jetzt kommt ein Burger, den ich hier draufschreiben musste, weil es einfach der absolute Klassiker ist. Ja, Tommy's Chili Burgers ist, ich weiß nicht, in so vielen Fernsehserien, in so vielen Filmen, in so vielen Büchern geht es immer darum, die gehen zu Tommy's, weil es der berühmteste Burger außer In-N-Out vielleicht ist. In L.A., den gibt es glaube ich auch nirgendwo anders, weiß ich aber auch nicht, sage ich hier mit Verlaub, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass die Leute immer drüber reden, wenn sie in L.A. sind, und Rico und ich waren noch nie da. Ich glaube, der Gedanke, wir stehen, so wie ich auch nicht auf Chili Dogs richtig stehe, stehe ich auch nicht auf einen Burger, der obendrauf ganz viel Chili hat. Trotzdem, es kann nicht sein,
dass ich Burger-Reviews mache und Burger teste und noch nie bei Tommy's war. Da ich aber scheinbar von alleine nicht hingehe, musste ich mir das auf die heilige LA-Liste schreiben. Also diesmal werden wir zu Tommy's Chili Burger gehen und ich werde eine Review machen. Und vielleicht gibt es ja auch einen Burger, wo kein Chili drauf ist. Aber natürlich, ich probiere den Klassiker, damit niemand beleidigt ist. Definitiv. Der zweite Burger auf der Liste. For the Win. For the Win Burger hat sich in den letzten Jahren oder erst in den letzten zwei Jahren, glaube ich, so richtig entwickelt zu so einem, ich weiß nicht, wie viele Insta-Reels es über For the Win Burgers Never Say Die, also so Ketten, die hochgehypt werden. Ich muss auf jeden Fall einen For the Win Burger probieren. Auch der nächste Punkt ist ein Burger. Burgers Never Say Die. Burgers Never Say Die, schon 10.000 Mal gesehen, auch wie Leute den getestet haben, hier bei YouTube etc. Ich war noch nie da, es ist überfällig und ich werde es diesmal endlich tun. Zum Beispiel auch Astro Burgers, nie probiert, steht nicht auf der Liste, aber wenn ich einen Astro Burger sehe, würde ich das nochmal machen. Genauso wie der letzte Burger auf der Liste, den ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe, und das ist Chris and Eddie's. Chris and Eddie's ist ein Smash Burger, der mir erst bekannt wurde, seit wir das letzte Mal, seit wir nicht mehr da waren. Also erst seit 7 Monaten kenne ich Chris and Eddie's. Ich weiß nicht, ob der Laden so neu ist. Ich weiß nur, dass viele drüber reden und den auch immer in der Top 5 Liste der LA Burger haben. Also Grund genug, finde ich, einmal dahin zu fahren und sich den mal zu geben. Ja, also Chris and Eddie's. So, dann, es gibt eine, man kann, die unter euch, die mal bei In-N-Out waren, die wissen, dass die einzige Sache, In-N-Out Memorabilia, Fanartikel, das einzige, was man bei In-N-Out kaufen kann, sind die T-Shirts. Alles andere muss immer bestellt werden. Und es gibt eine Sache, und zwar eine Tote. Eine Tote von In-N-Out, die sieht aus wie eine weiße In-N-Out-Tüte. Finde ich super geil. Und diese Tote kostet allen Ernstes nur $6 oder 7. Vielleicht kostet sie 11, aber die kostet nicht wirklich viel dafür, dass man eine Tote von In-N-Out hat. Und jedes Mal komme ich erst auf den Trichter, wenn ich denke, die kommt nicht mehr rechtzeitig an. Ich habe es ja aufgeschrieben, ich werde sofort eine In-N-Out White Lunch Tote bestellen. Und das wird ganz fabelhaft. Und ich kann, wir inspizieren die zusammen. Wir gucken mal, ob es vielleicht wirklich nur eine $6 ist, die sofort auseinanderfällt. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist ja auch was Schönes, was mich Jahre meines Lebens noch begleiten wird. Also ihr Lieben, wir haben nur noch 1, 2, 3, wir haben nur noch 4 Punkte. Also, make it count. Ganz wichtig wieder, ein riesen Starbucks-Becher. Es geht nicht um Starbucks, es geht nur darum, dass wir den da gefunden haben und wir dann wissen, wovon wir reden. Und zwar, ich würde mal vermuten, also ein Trinkbecher, einfach nur ein Trinkbecher, der sehr gut in der Hand liegt und der unten so klein wieder ist, also oben ist er so groß, unten ist er so, geht so, dass der bei den Autos immer noch auch in den kleinen Becherhalter passt und ist aber, wisst ihr, kein metrisches System in Amerika, ich weiß es nicht, aber 0,75 würde ich sagen, nicht ganz ein Liter, aber 0,75 passt da rein. Und genau sowas brauche ich, weil ich eigentlich am Tag schon mehrere Liter Wasser oder irgendwas anderes trinke. Also ich trinke eigentlich immer die ganze Zeit und mich nervt's, dass wir das immer in unsere sich aufweichende kleine In-N-Out Becher, den wir morgens zum Frühstück holen, den ganzen Tag sind wir dann damit unterwegs und füllen das da rein. Ich möchte einmal wieder einen Kunststoffbecher haben, wo ich die ganze Zeit Eis nachfüllen kann und Getränke drauf. Eisgetränke. An jedem Laden anhalten, wieder Eis reintun. Ja, das wünsche ich mir sehr. Und deshalb musste ich mir das einmal hier aufschreiben, wenn ich das direkt am ersten Tag mache. So, ihr Lieben, vorletzter Punkt. Ist eher eine Frage an mich. Ich habe mich gefragt, gibt es die Ruffles, über die wir gesprochen haben? Queso, Cheddar Sour Cream, Jalapeno Ranch. Gibt es die auch in sogenannten 30 Gramm Packungen? Das ist 1 Ounce. Zeige ich euch jetzt. Sekunde. Das sind die Cheetos als 1 Ounce Verpackung. So eine Strandverpackung, ne? Was man so mitnimmt. Ich liebe diese Größe.
ich nicht wieder zumachen. Die werden nicht pappig. Das ist genau die Portion, die ich brauche von irgendwelchen Chips. Liebe ich, liebe ich, liebe ich. So, und es gibt die Queso und die Sour Cream. Es gibt die Jalapeno Ranch leider nicht in dieser Verpackung. Und die Queso habe ich auch erst einmal gesehen. Und zwar sind das Kartons mit 40 von denen hier. Und wenn ich überlege, also ein, zwei davon pro Tag esse ich auf jeden Fall. Rieke isst die auch. Also mit 40 kommen wir gar nicht so weit. Aber sagen wir mal, man holt es irgendwann zwischendurch, isst 20 davon, nimmt 20 mit nach Hause. Oder 10. 10 mit nach Hause. 10 mit nach Hause ist gut. Ja, also das würden wir gerne mal machen. So, jetzt vorletztes. Erwan. Ich weiß nicht, ob das ein sprachlicher, ob das ein Gimmick sein soll, mit, dass es sich anhört wie Everyone. Aber Erwan soll noch schicker sein. Ist ein Supermarkt, Supermarktkette. Ich habe sie bis heute noch nicht gesehen. Die schickste Supermarktkette. Quasi der Gucci Edeka. Der Louis Vuitton, der Aldis. Ein Supermarkt, der ganz, ganz schick sein soll und den muss ich abchecken. Als Supermarkt-Fan ist das Pflichtprogramm. Oh, ich muss wirklich auf der Karte gucken, wo es den gibt, weil vielleicht ist der auf dem Sunset Boulevard direkt vor uns, aber ich habe einfach dieses, ich habe kein Schild, ich habe keine Typo, nee, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, diesen Namen gesehen zu haben. Eigentlich gerade die Amis achten immer sehr drauf, dass ihre Typologie und ihre programmatischen Schilder im Kopf bleiben, damit man weiß, auch dann gehe ich halt wieder zu, keine Ahnung, Walmart, da war ich das letzte so. Nee, Erwan muss ich abchecken. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus und das heißt Erwan. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das soll Erwan heißen und ich bin sehr gespannt, wie die sind. Auch da werden wir definitiv drüber reden, wenn wir drüben sind und sonntags wieder unsere einstündigen Folgen machen. Da sollten wir drüber reden, wie der nun ist. Und ich glaube, wir reden aber auch die Woche nochmal, wenn wir über die Themen reden, sollten wir nochmal drüber reden, wo der ist. Ja, wir gucken es, wir suchen den mal auf einer Karte. Das machen wir zusammen. So, und das letzte, ihr Lieben, Wrangler Walmart Jeans. Was sich wirklich unsexy anhört, weil wer würde seine Jeans gerne im Supermarkt kaufen? Aber ich habe eine Low Top, eine ziemlich tiefe und dafür Bootcut geschnittene Wrangler gefunden und habe mich sofort, der mal einen so einen kleinen Arsch hatte, in der habe ich mich, da habe ich mich sofort verliebt. Und zwar habe ich laufe hier in einem Walmart rum und habe sie schon an. Ich zeige euch das mal. Große Walmart-Liebe und vor allen Dingen das Bierangebot. Das Bier ist immer kalt. Wundervoll. Ha, guck mal, das sind die Shirts. Ich lasse mal eben den Cheesecake hier stehen. So, Dolly, habe ich mir gekauft. Großartiges T-Shirt. Klassiker von Wrangler, die Snap-Button-Shirts. Gibt es hier bei Walmart für 19 Dollar. So, dieses Blau, dieses unsägliche Grün, das Braun, welches noch schön ist, das geht gar nicht. Und das Rot ist sehr schön. Große Freude, so viel Süßigkeiten an Halloween zu sehen. Ja, wo findet man denn immer noch die besten Chargers-Shirts für 15 Dollar. NFL Team Apparel. Du Scheiße. XL ist die kleinste Größe. Ja, das ist diese Wrangler Walmart Jeans und davon brauche ich noch eine. Unbedingt. Also vielleicht auch in einem dunkleren, die gab es nur in so heller, in so einem schönen dunklen Blau, in so einem Denim. Also da habe ich schon, da habe ich Bock drauf. Ja. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir haben ja noch mehrere Listen mit anderen Sachen, wie was muss ich vorher noch einkaufen, was muss ich packen, etc. Und die gehen wir auch noch durch. Aber das war Punkt jetzt. Da kommen natürlich noch Sachen zu, aber das ist Punkt jetzt meine LA-Liste. Und
Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich total. Ich hoffe, es war ein schönes Hangout für euch. Es war entspannt, vor dem Fernseher zu sitzen und das zu gucken. Und wir sehen uns Dienstag oder Donnerstag wieder. Habt noch einen ganz tollen Sonntag, ihr Lieben.